Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück im Herzogtum Thüringen, wo in Schmalkalden so etwas wie eine Ménage à trois herrscht. Auf der einen Seite unsere Gattin, die Herzogin, auf der anderen Seite der Liebhaber des Herzogs, Meinhard, ist sein Name, ein Bayer aus Passau, den wir auf der Huldigungsreise kennengelernt haben und der jetzt mit uns gekommen ist und eben unser Liebhaber ist. Herzogin Eilika, den Namen muss ich mir allerdings auch mal merken. Nun gut, wir sind noch nicht ganz zurück vom Festmahl, jetzt sind wir wieder da. Wir haben immer noch diese gefährliche Fraktion und die könnte jetzt in der Tat bald wirklich gefährlich werden, aber es könnte eine Möglichkeit geben, das zu ändern, indem wir jetzt mal dem Marschall sagen, er soll die Armee organisieren. Das müsste dazu führen, dass wir eigentlich relativ schnell mehr Kriegsvolk erhalten sollten. Wobei, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Oder kommt das nur per Event? Garnisonsgröße, Aufgebotsgröße und Verstärkungsrate plus 25%. Müsste eigentlich spürbar sein. Aufgebotsgröße noch, sehe ich da keine Veränderung. Kann auch sein, dass es erst zum Monatsende kommt. Wie war das? Ich glaube, so war das. Wir lassen mal weiterlaufen. Ja. Nein. Na, doch nicht. Okay, das ist ein bisschen enttäuschend. Dann müssen wir darauf hoffen, dass diese Beeinflussung von Graf Meinhard wirksam ist. Ja, ansonsten könnte es erneut zu einem inneren Konflikt hier kommen. In 6 Monaten können sie das Ultimatum stellen. Nun gut. Man könnte natürlich auch sagen, dass so ein Herzog auch durchaus mal ein Geschenk vergeben kann. Einfach, weil er sich dann die ganze Mühe spart. Ach Gott, so einen Aufstand niederzuschlagen. Ja, auch das ist eine denkbare Option. Ich will das kurz mal prüfen. Was würde das dann bedeuten? Für 147 Meinungen und bei dem Grafen für 122,57 Meinungen. Das ist natürlich viel Gold, aber auch, ja, aber vielleicht auch lohnenswert. Ich denke, wir warten mal einmal noch die Beeinflussung ab, die in 3 Monaten beendet sein sollte. Und dann überlegen wir uns. Oh, was denn hier? Was? Kaiser Günther hat Emir Masgaba den Krieg erklärt. Jetzt wird es ja interessant. Was ist denn das für ein Krieg? Angreifer, ein Religionskrieg um das Emirat von Krumiri. Oha. Okay, am Ende geht es hier rum. 23.000. Dahin führt jetzt der Kaiser das Reich? Bemerkenswert. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nun gut. Okay. Ja, allerdings ist das nichts für unseren Herzog. Da wird er nicht mitkämpfen und mitziehen. So. Ihr habt noch keine Stimme für den Titelerben abgegeben. Wieso? Sind wir jetzt plötzlich stimmberechtigt? Gehören wir zu den... Tatsächlich. Also das ist auch ein System, was sich mir nicht ganz erschließt, dass das so schnell ändert, dass wir jetzt zu den Kurfürsten gehören, finde ich bemerkenswert. Okay, jetzt stellt sich die Frage, wen wir hier unterstützen. Wir gucken mal beim jetzigen Stimmergebnis. Das ist nach wie vor ausgeglichen. Also Dietwin ist natürlich auf keinen Fall unser Kandidat. Mit dem Herzog von Holstein haben wir nichts zu tun. Uns selbst zu wählen kommt nicht in Frage, weil dazu sind wir viel zu faul und zufrieden, dass wir uns in diesen Ärger damit einmischen. Herzog Valentin ist natürlich interessant, weil der ein Verbündeter ist. Mit dem sind wir jetzt über Hochzeit verwandt. Aber um ehrlich zu sein, gibt es keinen Grund, jetzt nicht dem Kaiser zu folgen und seinem Sohn hier die Stimme zu geben. Ich denke, das ist der normale Weg, auf dem man Loyalität signalisiert. So machen wir das auch. So, wie gesagt, wir warten hier kurz nochmal. 4 Monate käme vielleicht das Ultimatum. Wir warten kurz nochmal auf die Beeinflussung. Und nun kommt aber erstmal noch was anderes. Ernsthaft, Dietwin wagt es, sich noch einmal zu melden. Wie viel Geld hat er eigentlich inzwischen? Oh, er hat nicht viel von seinen Schulden abbauen können. Aber er verdient 18 Gold. Das ist viel.
Mein Verwandter Herzog Dietwin hat ein neues Werk verfasst und es ist bei Hofe das jüngste Tagesgespräch. Es behandelt Erinnerungen und die Frage, was von uns bleibt, und Dietwin hat es öffentlich mir gewidmet. Eine Klage für den Herzog. Welcher müde Mensch hofft nicht auf Rast? Lebt er nicht glorreich fort, ganz ohne Hast? Hoffnung letztlich, eine Gnade der Erinnerung ist, wartet, dass die Geschichte nicht die Wahrheit frisst. Bislang habe ich meine Gedanken für mich behalten, doch das Gerede ist zu drängend geworden, als dass ich es noch ignorieren könnte. Tja, Leute, also, Rast machen wir laufen, das ist nicht das Thema. Ich glaube nicht, dass Dietwin hier... Wir sind uns der Gefühle unsicher. Mal schauen. Oh, am Ende loben wir es aber tatsächlich. Wer hätte das gedacht? So, ups. Graf Meinhard ist jetzt erfolgreich noch einmal beeinflusst worden. Und das scheint tatsächlich dazu zu führen, dass er kein Interesse mehr an dieser Idee hat, eine Freiheitsfraktion zu gründen. Aus dem Grund werden wir auf die gleiche Art und Weise mal hier mit dem Grafen in Orlamünde sprechen, mit Megina. Das scheint ja gut zu klappen und das ist für unseren Herrscher auch eine sehr mühelose Angelegenheit. So, okay, es gibt jetzt schon wieder einen Vorschlag. Diesmal geht es um Richardis von Gustrow, unsere andere Nichte. Unsere Schwester ist da, die Mutter. Und die sollen... Ja, das Haus Kaunitz. Vater ist ein Höfling. Ja gut, das ist jetzt nicht so eine super Partie. Es ist immer das herzogliche Haus. Ja, wir sperren uns da nicht und sagen ja, würde ich sagen. So, gut. Hier läuft also ein Krieg. Gibt es noch weitere Verbündete? Nee, sieht nicht so aus. Huh. Naja, wir werden es beobachten. Aber die Frage ist, ja... was macht unser Herzog? Also es gibt noch eine Sache, wo man sagen könnte, ja, das ist vielleicht eine Sache, die so eine Art, was von ihm verlangt wird, dass man mal eine Pilgerreise macht hier als Herrscher. Das würde er ungern machen, aber ich denke, ja, vielleicht kann man das auch nutzen, um ein bisschen zu entspannen. Mal gucken. Also ich denke, er wird es tun, weil es von ihm gefordert wird in einer gewissen Art und Weise. Wir könnten aber daraus eine Art weltliche Pilgerreise machen. Einfach aus der Neugierde heraus, wenn man schon dahin reisen muss, dann möchte man noch irgendwas erleben und kennenlernen. Ich denke, das machen wir mal. Aber natürlich wollen wir nicht weit reisen. Wie gesagt, das ist alles... mit Unannehmlichkeiten verbunden. Deswegen wird es nur nach Köln gehen. Wir haben im Übrigen erneut keinen Karawanenführer. Aber wir haben Alberich plötzlich an unserem Hof, ein hervorragender Mann. Der wird die Sache übernehmen. So, die Frage ist, wenn wir jetzt keine Söldner uns gönnen und auch keine Waldpirscher, gäbe es dann Probleme? Hier ist einmal, die Kosten sind gering. Warum nicht? Was bringt uns ein Kulturbotschafter? Das klingt doch interessant. Ja, pass mal auf, das probieren wir einfach mal aus. Wir nehmen noch einen Kulturbotschafter, jetzt wo wir diesen Reisezweck definiert haben, machen wir das mal. 6 Leute sind im Gefolge. Ah, interessanterweise auch unsere Gattin. Ein Gast kommt mit, der Hofarzt, der Bischof Loop. Der guckt übrigens so wahnsinnig. Ja, der ist auch ein Poet. Alberich und natürlich unsere Affäre. Meinhard kommt mit. Hervorragend. Das klingt doch nach einer einigermaßen angenehmen Reise. Was wollen wir machen? Reflexion, Altruismus, blinder Eifer. Ja, Reflexion ist noch das Erste. Dann, ja, ich würde eigentlich gerne obligatorisch machen, können wir aber nicht ändern, weil die Voraussetzungen fehlen. Prunk, zeremoniell, Gedränge oder... Ach nee, demütig, angemessen, zeremoniell oder Gedränge. Ja, angemessen. Ich glaube, wir haben jetzt hier keine spezielle Form. Das gefällt mir eigentlich. Wir beginnen mal diese Reise. Das Ganze sollte auch nicht allzu lange dauern. 4 Monate sind es. Ich muss kurz nochmal prüfen. Wir haben nach wie vor Thomas, unseren Onkel, als Regent. So soll es sein.
So, Baldur, ist der der Kulturbotschafter? Könnte sein, ja. Nee, das ist Barnim. Barnim. Na gut. Dann schauen wir mal, was uns hier widerfährt. Ja, ich freue mich, diese Pilgerreise nach Köln anzutreten und um den höchsten Mächten noch näher zu kommen. Und ich bin mir nun mehr denn je sicher, dass sie auf meinen Reisen über mich wachen werden. Okay. Wir können gespannt sein, ob uns etwas Besonderes widerfährt, ob wir irgendwelche Kulturen kennenlernen. Aber was hier? Eine Ente? Der Tag auf der Straße verlief bislang ziemlich ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Wir befinden uns irgendwo außerhalb von Nidda und ich schließe die Augen, während mich mein Reittier einen Schritt nach dem anderen näher in Richtung Ziel bringt. Der Wind spielt eine wunderbare Melodie in den Baumkronen, doch auch ein anderes Geräusch wird von der Brise herangetragen, das nicht von unserem Gefolge stammt. Ist das ein Quaken? Ich versuche, den Ursprung des Quakens auszumachen und stelle fest, dass es von einem Gebüsch zu meiner Rechten kommt. Tja, wir können sagen, das ist ein gutes Zeichen oder wir folgen der Ente. Wisst ihr was? Das ist viel zu mühevoll, da jetzt ins Gebüsch zu krauchen. Wir werden uns sagen, das ist ein gutes Zeichen. Anspannungszuwachs reduziert sich. Wir werden aber weiter reiten. Wir lassen die Ente links oder rechts liegen. So. Aha. Vorburgen hat unsere Kultur entdeckt. Gucken wir uns kurz mal an, was damit verbunden ist. Vorburgen schaltet alle Militärgebäude des Hochmittelalters frei. Aufgebot, Verstärkungsrate plus 15%. Ja, interessiert uns nicht sonderlich. Ich sehe im Übrigen, hier ist ja auch ein Button, womit man dieses Regentenfenster öffnen kann. Das ist ganz cool. Armee vergrößern finde ich jetzt sogar ganz gut. Das können wir im Übrigen auch lassen. So, wir denken offenbar ein bisschen über Dinge nach. Auf meinem Weg bin ich auf viele Erinnerungen an diejenigen gestoßen, die vor mir kamen. Hier in Katzenellenbogen sehe ich Erinnerungen an diejenigen, die dieses Land lange vor uns bewohnten. Alte Tempel, zerbrochene Waffen, zufällige Bruchstücke von bis zur Unkenntlichkeit zerfallenen Gegenständen. Die Zeit holt uns alle ein und die Götter, die wir verehren, und die Art und Weise, wie wir sie verehren, sind ständig im Wandel. Vielleicht wird eines Tages ein anderer Mann diesen Pfad entlang wandern und über das untergegangene Herzogtum von Thüringen und den katholischen Glauben nachdenken, der von seinem Herzog praktiziert wurde. Ja, vielleicht. Ach, das sind genauso die richtigen Gedanken eines Müßiggängers, der jetzt so ein bisschen vor sich hin sinniert. Finde ich super. wollen wir weiter über alte Reiche nachdenken? Okay, ja. Oder sollten wir über alte Glaubensrichtungen nachdenken? Oder sagen wir, Unsinn, Thüringen wird ewig werden? Ach, wisst ihr was? Das kann man ruhig mal auswürfeln. Das ist alles möglich bei ihm. Nachdenken ist ja jetzt noch nicht so anstrengend, würde ich sagen. Das macht er schon. Ich würfle eine 4, das heißt die zweite Option. Okay, entweder wir kriegen tatsächlich bei der zweiten Option Anspannung, weil wir faul sind. Das ist merkwürdig. Ach, wir kriegen in jedem Fall Anspannung, weil wir faul sind. Das heißt, das Spiel sagt, Faulheit ist sogar beim Nachdenken. Spielt das eine Rolle? Das sehe ich ein bisschen anders. Deswegen werde ich das nicht berücksichtigen oder ausschließen. Also, wir denken über alte Glaubensrichtungen nach. Ja, und tatsächlich, wir sind aufgeschlossen. Meinung anderer Kultur plus 15, Kulturakzeptanz, Zuwachs plus 20%, Meinung Minderheiten, Vasallen plus 15. Wir könnten zwei Sprachen lernen, aber dafür wiederum sind wir nun wirklich zu faul. Das werden wir mit Sicherheit nicht tun. So, und wir sind in Köln angekommen. Endlich bin ich hier mit Leib und Seele am großen Gotteshaus der Kirche von Köln. Als der dort ansässige Geistliche, der Bischof, mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit Gott mich hierher führen konnte, zu diesem Augenblick. Ja, die Frage ist, werden wir Weltzugewandtheit Stufe 1 erreichen bei unserem Aufenthalt in Köln? Wir werden sehen, ich habe den Heiligen Pfad beschritten, wir bekommen die Eigenschaft Pilger und verlieren Anspannung, die wir kaum haben. So, was passiert jetzt hier während unseres Aufenthalts in Köln?
Wir sind überwältigt von religiöser Ergriffenheit und brechen in Tränen aus, verbringen Zeit im abgeschiedenen Gebet. Okay. Na gut. So, ihr könnt nun gehen, Kind, höre ich Manegold murmeln, als ich die Kirche betrete. Manegold ist der Bischof hier. Der Pilger verneigt sich, ehe er geht. Ich sehe, wie die Hand des Priesters von Gold glänzt. Ah, Herzog, wünscht auch ihr die Absolution von euren Sünden? Papst Urbanus hat angeordnet, allen Pilgern, die Köln besuchen, Ablass zu gewähren. Für den richtigen Preis, versteht sich. Aha. Okay. So, wir können zahlen. Dann wird im Übrigen unser Bischof und unser Freund. Oder wir werden das kritisieren. Tja, das ist eine spannende Frage, ob wir das tun wollen. Im Sinne dieser eher weltlichen Pilgerfahrt könnte man das sagen, aber andererseits... Ah, jetzt mit ihnen dort in so eine Diskussion einzutreten, dazu müsste man ja irgendeine Form von Engagement zeigen. Und das sehe ich bei ihm nicht. Irgendwie so ein... Irgendwie so ein Veränderungsbewusstsein, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Insofern werden wir eins von den beiden hier machen. In jedem Fall zahlen wir 25. Warum nicht auch an Otto denken? Ja, ist in Ordnung. Okay, damit werden wir jetzt mit unserem Bischof befreundet, wenn ich das richtig sehe. Der Hofarzt hat irgendwie nicht so richtig Lust. Unsere Gattin sieht auch nicht so ganz begeistert aus. Der Pilgerführer. Auf den Märkten von Köln wimmelt es von Händlern, die in Sprachen schreien, die ich noch nie gehört habe, und Gewürze verkaufen, die von mir noch nie gekostet wurden. Insofern eine interessante Reise. Der Pilgerführer lernt die sichersten Routen kennen und entdeckt die Wunder von Köln, ruft einer der Händler und winkt mit einem kleinen Buch in meine Richtung. Okay, der Pilgerführer. Wir könnten sagen, wir nehmen einen. Dann würden wir ortskundig werden. Oder... Ja... Ne, wisst ihr was? Das klingt nach einer angenehmen Lektüre. Wir müssen uns ja irgendwie hier die Zeit vertreiben. Wir bezahlen das und nehmen das. Okay. Damit wird das hier ein Tick weltlicher, diese Reise. Ja, wir bekommen dieses Ding, was wir vermutlich dann relativ schnell in die Ecke werfen werden. Aber immerhin... Reisesicherheit erhöht sich, wobei das auf dieser Reise nach Köln jetzt eigentlich keine große Rolle spielt. Aber das hat doch einiges an Weltzugewandtheit gebracht. Nun gut, was machen wir hier nebenbei noch so? Gebet, 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 stilles Nachsinnen, Tränen nochmal wieder, nochmal stilles Nachsinnen. So, wen haben wir hier? Eine Loop, rufe ich. Der ist ja inzwischen unser Freund geworden, der Bischof. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ach nee. Ach so, das habe ich falsch verstanden. Er ist jetzt ein Freund von unserem Sohn und Erben Otto. Warum auch nicht. Loop rufe ich. Herr, sagt er unbeeindruckt, ich habe eine Bitte an euch. Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben. Dieser Ort hat meine Seele bewegt und meinen Geist auf eine Weise aus der Fassung gebracht, die ich für unvorstellbar hielt. Gott hat zu mir gesprochen und... Seine Stimme war klar, einschneidend und treffend. Und ich kann einfach nicht aufhören, sie zu vernehmen. Sie ist das einzige Geräusch, das ich jetzt noch hören kann. Die ganze Welt ist still geworden. Wenn ich zurückbleiben könnte, würde ich dieser Stimme gern mein ganzes Dasein widmen. Okay, er will in den Sack hauen. na gut, war schon immer ein Eiferer? Ja, okay, er... wird dann Teil des Hofes von Herzog Stefan. Er möchte hier in Köln bleiben. Ach, er wird ein Mönch in Köln. Ja, aber da sage ich jetzt mal, da sagen wir nicht nein. Ich verstehe, tut, was ihr tun müsst. Warum nicht? So, damit ist jetzt der Aufenthalt in Köln beendet.
Ja, also für dieses Maß der Weltzugewandtheit haben wir zu wenig erreicht, wobei wir den Vorsatz der Reflexion erfolgreich umgesetzt haben. Aber es geht ja hier auch nicht darum, irgendein Ziel zu erreichen, sondern das muss ja charaktergemäß sein und nicht optimiert auf diese Geschichte hier. So, wir gucken mal. Unsere Zeit an diesem heiligen Ort neigt sich dem Ende zu. Ich bin etwas besorgt darüber, dass ich nicht so viel von anderen Kulturen und Sehenswürdigkeiten mitbekommen habe. Vielleicht gab es auch nicht allzu viele andere Kulturen auf dem Weg dorthin. Naja, da dies meine erste Pilgerreise war und keine Pilgerreise gleich der anderen, bin ich zuversichtlich, dass ich nun besser weiß, was mich bei dieser Art von spiritueller Reise in Zukunft erwartet. Das kann man sagen, aber ich glaube, so richtig hat ihn das jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Ich glaube nicht, dass er das unbedingt nochmal wiederholen wird. Dafür war der Aufwand dann doch irgendwie zu groß. Wir bekommen behütete Pilger. Und entschlossene Pilger. Alles klar. Köln, es war mir eine Ehre. Unterdessen, hier sehen wir das auch nochmal in der Zusammenfassung. Unterdessen ist hier aber in der Heimat was Interessantes passiert. Wir haben erstmal einen neuen Bischof, klar. Siegfried. Ein katholischer Franke, sehr gebildet. Und uns wohl sehr zugewandt, hervorragend. Ehrlich, gierig und geduldig. Wie auch immer, der Regent hat was getan. Der fördert... Ah, okay, haben wir ihm die Mandatsaufgabe diesmal gegeben? Hatten wir nicht die Armee vergrößert? Ach so, das gehört... Ne, Mandat ist alles, ja. Na gut. Aber das, was er gemacht hat, klingt eigentlich nach Autorität fördern. Was macht er jetzt? Ah, er hat es echt geschafft. Warte mal. Ihr verlasst die Freiheitsfraktion? Ihr könnt euch für 10 Jahre keiner anderen Fraktion anschließen? Er bekommt Zwietracht mit seinen Mitvasallen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was jetzt hier passiert ist. Weil er hat ja die Freiheitsfraktion nicht verlassen. Sie ist ja immer noch da. Er ist immer noch da. Oder muss ich vielleicht ein bisschen weiterlaufen lassen? Ja, die ist immer noch da. Das verstehe ich nicht ganz. Oder ist diese Geschichte gescheitert? Na gut, irgendwas hat er da versucht. Hier ist es auch ein bisschen die Waagschale angestiegen, aber... Wir wissen ja, dass er ja loyal agiert. Da besteht eigentlich gar keine Gefahr. Okay, dann reisen wir zurück. Hoffen wir, dass da nichts Besonderes passieren wird. Und da sind wir wieder wohl angekommen in Schmalkalden. Sehr schön. Die Kulturakzeptanz zwischen jeder Kultur, die ihr besucht habt, und der fränkischen Kultur erhöhte sich um +10%. Jetzt stellt sich aber die Frage, haben wir überhaupt irgendeine andere Kultur besucht? Nein. Ist auch egal. Wir wollten einfach nur irgendwie eine interessante Reise haben. Darum ging es ihm am Ende. So, wir schauen mal, ob hier irgendwas Spannendes dabei ist. Wir haben... Diese Halskette, die spielt aber keine große Rolle. Ja, ich denke, es ist mal jetzt doch wieder an der Zeit, dass wir dem Marschall wieder die Kontrollaufgabe geben. Schmalkalden hat hier allerdings Vorrang. Wir könnten das Glaubensoberhaupt um Gold bitten, aber wir haben so viel Gold. Das machen wir jetzt mal nicht. Außerdem ist das wieder mit irgendwelchen Verpflichtungen verbunden. Entsprechend meiner Hausregel interessiert uns nicht. So, Graf Meiner, das ist auch kein Problem. Kriege wollen wir nicht erklären. Ja, Stolz von Thüringen hat keinen Nachfolger. Das ist ein bisschen ein Problem an diesem Haus Leitstern. Denn um hier einen Nachfolger zu erhalten, braucht man ein Hausmitglied mit Kampfgeschick 8, der keinen Titel größer als einen Baronierang hat. Ja, insofern... Warte mal, Dynastie hat das Vermächtnis enge Bande? Ah, das hatten wir wahrscheinlich, deswegen konnten wir das erschaffen, ja. Ja, okay, also da gibt es jetzt keinen Kandidaten, den wir da einsetzen können, dann ist das eben so. So, und Otto, genau, das wollte ich unbedingt noch machen, wir brauchen einen Vormund für Otto. Hier werde ich aber jetzt nicht
Thomas nehmen, unseren Onkel, sondern sehr gerne unseren Freund. Unseren Freund, den Grafen von Straßburg und Ratskämmerer. Da werden wir ihn hinschicken, würde ich sagen. Also Mündel anbieten, Otto und Dietpold. Ja. Okay, das ist, glaube ich, eine gute Wahl. So, er freut sich darüber, nimmt die Aufgabe an. Sehr schön, sind wir dieses Problem auch los. Was passiert hier im Krieg? Ja, die Truppen des Heiligen Römischen Reiches sind gelandet und scheinen erfolgreich zu sein. 58% Kriegsstand. An der Verteilung der Truppen hat sich nicht viel verändert. Insofern ist davon auszugehen, dass der Krieg hier ziemlich eindeutig ausgehen wird. Aber nun, meine Gemahlin Herzogin Eilika erwartet ein Kind und sollte überglücklich sein. Allerdings verhält sie sich in letzter Zeit merkwürdig. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Bin ich wirklich der Vater, wie sie behauptet, oder hat sie unser Band verraten? Ja, ist die Frage. Ich meinte, sprunghaft, faul, zufrieden. Wir werden auf keinen Fall jetzt irgendwelche Maßnahmen durchführen. Ich finde fast, es passt am besten zu sagen, warum sollte ich mir wegen nichts Sorgen machen. Aber das andere ist jetzt auch nicht mit Aufwand verbunden. Ich würde sagen, hier würfeln wir mal. Beides ist denkbar. Und ich würfle eine 6, das heißt, warum sollte ich mir wegen nichts Sorgen machen? Ich muss der Vater sein, ganz gewiss. Und nun? Als im Innenhof ein verirrter Pfeil an meinem Kopf vorbeisaust, fühle ich nichts, keine Angst, keine Wut, keine Panik. Daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Ich komme mir vor, als lebte ich hinter einem Vorhang, der mich von Gefühlen und der Welt abschirmt, und ich bin so müde. Ernsthaft? Hä? Was ist hier passiert? Ist er depressiv? Okay. Kann ich hier gar nicht wiederfinden, dieses Gefühl. Ja gut, es gab das Schlechte oben. Was hat es denn damit auf sich? Sehr merkwürdig. So. Der Kaiser hat tatsächlich diesen Krieg gewonnen und hat hier Fuß gefasst in Afrika. Was auch immer er jetzt hier mit anstellen will, das gehört jetzt zum Heiligen Römischen Reich. Tja, leider weiht uns der Kaiser nicht in seine Pläne ein. Gucken wir mal, ob er hier weitere Eroberungen vorhat. Hier übrigens, das wollte ich euch schon lange mal zeigen, ein großes Reich mit einem kleinen Schriftzug, weil es hier in der Mitte noch ein anderes Reich gibt. Und sie führen tatsächlich auch weiter Krieg. Der Mogolensturm ist beeindruckend und das Reich scheint sich in voller Größe auch vererbt zu haben. Vom ersten Kagan Temujin jetzt zum Kagan Jochi. Wer ist denn jetzt dran? Okay, das Persische Reich. Oder Reste davon. Das sind alles. Mongolische Invasion des Persischen Reiches. Okay, das ist alles der gleiche Kriegsgrund. Wir sehen ja aber auch hier, dass ein Großteil des Persischen Reiches tatsächlich schon erobert wurde. Sie sind sogar schon am Mittelmeer angelangt. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Nun gut, aber das nur nebenbei. Wir kehren dann das nächste Mal wieder zu unserem Herzog zurück. Er hat jetzt alle Pflichtaufgaben, denke ich, erfüllt. Die Huldigung, einmal eine Predigt. Was er vielleicht als nächstes wirklich mal ausprobieren wird, ist die Jagd. Und zwar mit dem Bemühen, ja, einfach das zu einem schönen, festlichen Ereignis werden zu lassen, ohne dass man sich da jetzt überanstrengt. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.